In Römer 1, Vers 16 lesen wir etwas sehr Interessantes, was Gott den Menschen dort sagt. Denn ich schäme mich des Evangeliums von Christus nicht, denn es ist eine Gotteskraft zur Errettung für jeden, der glaubt. Zuerst für den Juden, dann auch für den Griechen. Ich schäme mich des Evangeliums nicht. Warum sagt Paulus, ich schäme mich des Evangeliums nicht? Kann es sein, dass Paulus bzw. Gott, der Heilige Geist, ihm damals schon zeigte, es wird eine Zeit kommen, wo Menschen sich des Evangeliums schämen werden? Die Zeiten gab es schon immer, wo Menschen sich des Evangeliums geschämt haben. Aber gerade in einer Zeit, in der Endzeit, in der wir heute leben, ja, wo die Welt so durcheinander ist, da ist alles steht hoch im Kurs, ja, ob Buddhismus, ob Esoterik, ob sogar Spiritismus, Okkultismus, ja, der getarnt kommt als irgendwas Gutes, das steht alles hoch im Kurs. Aber Jesus, warum ist das so? Und interessant ist, wenn wir versuchen, die Dinge zu begreifen, werden wir schnell feststellen, dass das alles andere als Zufall ist. Denn die Bibel sagt, es gibt einen großen Kampf. Dieser Kampf findet statt zwischen Christus und zwischen Satan. Und in diesem Kampf ist es alles andere als Zufall, dass Satan dafür sorgt, dass Christus alles andere als beliebt ist in dieser Welt. Und deswegen ist der Hass auf Jesus so groß. Es ist interessant, Menschen, die eigentlich Jesus kennen und bekennen, Menschen, die mit Jesus leben, ja, und das ernst meinen, ja, das sind doch keine schlimmen, bösen Kriminellen, das sind normale Menschen. Aber warum? Warum ist dieser Hass da auf Jesus? Und die Frage habe ich mir oft gestellt. Und Paulus sagt, ich schäme mich des Evangeliums nicht. Ich schäme mich nicht für diesen Christus hinauszugehen und ihn zu verkündigen. Und das Interessante ist, in diesem Vers lesen wir etwas, das mich sehr fasziniert. Da sagt Paulus, dass das Evangelium eine Kraft Gottes ist zur Errettung für jeden, der glaubt. Spielt überhaupt keine Rolle. Jeder Mensch, der glaubt. Eine Kraft. Und das ist Dynamit, wenn wir uns das mal auf der Zunge zergehen lassen. Was sagt Paulus eigentlich hier? Das Evangelium ist nichts, was dem wir irgendetwas hinzufügen müssten, um es würziger zu machen, kräftiger, stärker. Es ist in sich schon eine geschlossene Kraft. Es ist das Wort Gottes. Und Gottes Wort ist Kraft. Gott schuf durch sein Wort. In Psalm 33, Vers 9 lesen wir, wenn Gott spricht, dann geschieht es. Wenn er gebietet, dann steht es da. Und sein Wort hat in sich schon eine Kraft, der wir nichts hinzufügen müssen oder können. Wir können es gar nicht. Es hat in sich schon eine Kraft. Und das ist das Faszinierende. Und das können wir erkennen, zum Beispiel, als Jesus in den Himmel fuhr und die Jünger ließ, kam nach 10 Tagen der Heilige Geist über die Jünger, das berühmte Pfingsten. Und wir wissen, dass die Jünger erfüllt wurden. Wir wissen, dass die Jünger gestärkt wurden. Und wir wissen, dass die Jünger ab dem Moment hinausgingen und das Evangelium verkündigten. Und wenn wir die ersten Kapitel der Apostelgeschichte lesen, finden wir, was dort passiert ist. Und es ist gigantisch. Scharen von Menschen bekehrten sich. Scharen. Es hörte gar nicht mehr auf. Warum? Weil Petrus so ein super gewandter Rhetoriker war oder die anderen? Nein, wir wissen, das waren alles einfache Leute. Und da gab es noch keinen bekehrten Paulus zu der Zeit. Paulus war ja der Einzige, der ein bisschen, ich sage jetzt mal so, was auf dem Kasten hatte, also studiert war, ja, ein Akademiker würde man sagen. Und der Rest waren einfache Leute. Und sie waren in der Lage, das Evangelium zu verkündigen, sodass sich Tausende an einem Tag bekehrten. Wie geht das? Was ist dann das Geheimnis? Was haben die getan? Wo waren die? Wo haben die gelernt? Was? Freunde, das Geheimnis ist ganz einfach das. Es gibt eine mathematische Formel. Ja? Du plus der Heilige Geist. Und wenn der Heilige Geist in dir wirkt und arbeitet, wenn du zulässt und die Tür öffnest, dann wirst du in der Kraft des Heiligen Geistes das tun, was wir hier erleben, was die apostolische Gemeinde getan hat. Und das ist eine Kraft, die wir uns nicht vorstellen können. Tausende bekehrten sich an einem Tag. Es ist
unvorstellbar in der damaligen Zeit. Es gab keine Medien, es gab keine Evangelisationen, die über Satellit liefen, über Fernseher, es gab kein Facebook, kein Radio, es gab gar nichts. Es gab nur die Menschen, die im Auftrag Jesu hinausgingen. Und das Resultat ist umwerfend. Man kann es nicht in Worte fassen. Und diese Kraft des Evangeliums fasziniert mich sehr. Und es gibt keinen Grund, sich für den, der uns wirklich liebt und für uns ans Kreuz gegangen ist, für den sich zu schämen in dieser Welt. Warum? Warum sollten wir uns für Christus schämen? Eines Tages sitzt ein 15-jähriger Junge in einem Bus. Und er war ein gläubiger Junge, also er kannte Jesus und er war wirklich bekehrt. Also er liebte Jesus von Herzen. Er war nicht so wie heute vielleicht oft der Fall ist, so Jesus-Fans. Nein, er war kein Fan, er war ein aufrichtiger Nachfolger, der Jesus wirklich liebte und sein Leben übergeben hatte an Jesus. Und dieser Junge spürte plötzlich in diesem Bus, wo er fuhr, spürte dieses Drängen, aufzustehen und Jesus zu verkündigen, über ihn zu reden im Bus. Und das tat er. Er spürte diesen inneren Drang vom Heiligen Geist. Und er fängt an, er spricht, er steht auf. Und die Menschen schauen ihn ganz komisch an und sie winken ab und sagen, hör auf mit dem Unsinn. Und andere kommen, reden auf ihn zu und sagen, jetzt setz dich hin, jetzt ist gut, wir wollen nichts mehr über diesen Jesus hören. Und irgendwann mal nach 4, 5 Minuten war er entmutigt und setzt sich hin. Und er spürte aber, es ist nicht vorbei. Er spürte dieses Drängen, er muss noch mal aufstehen, er muss noch mal etwas sagen. Und es ließ ihm keine Ruhe und nach vielleicht 5, 6 Minuten stand er wieder auf und erzählte von vorne wieder über Jesus und erzählte, es floss aus ihm so richtig heraus. Und da war ein Mann, der saß ein paar Reihen weiter hinten im Bus, der war ziemlich wütend darüber und der war mit seinem 6-jährigen Sohn unterwegs. Und er hatte den 6-jährigen Sohn auf dem Schoß, er nahm den Sohn zur Seite, stand auf, wollte hin zu diesem Jungen gehen und ihm endlich mal die Leviten lesen, ihn endlich mal zur Ruhe bringen. Und als er aufsteht und den ersten Schritt tut, ruft sein Junge hinter ihm, Papa, nein, lass ihn. Er ist ein Kind Gottes. In diesem Moment bricht der Mann zusammen, weinend zusammen. Und die ganzen Leute im Bus verstanden die Welt nicht mehr. Was ist jetzt los? Warum? Was ist da jetzt so spektakulär? Was ist mit diesem Mann los? Warum bricht er gerade zusammen? Und nachdem der Mann sich gefangen hatte nach einigen Minuten und wieder aufstand, fragten ihn die Leute, was ist passiert? Sagte, ja, was ist passiert? Sagte er, was soll passiert sein? Ganz einfach, mein Sohn, mein 6 Jahre alter Sohn, ist stumm geboren. Und er hat noch nie in seinem Leben ein Wort gesprochen. Und diese Szene hat dazu geführt, dass Menschen sich bekehrten, dort im Bus, dass Menschen plötzlich, ihnen wurde ganz anders. Warum? Weil das Evangelium eine Kraft Gottes ist. Und wenn Gott uns ruft, wenn Gott dich befähigt, wenn Gott mit dir einen Plan hat, das zu tun und du dich ihm zur Verfügung stellst, die Resultate kannst du Gott überlassen. Gott macht keine Fehler. Das Problem ist, und das, was Jesus damals schon sagte, als er auf dieser Erde lebte und das Evangelium verkündigte, sagte er, die Ernte ist reif, sie ist groß. Das Problem ist nicht die Ernte, das Problem sind die Arbeiter, die die Ernte einfahren. Und das ist das Problem, dass Gott auch heute noch nach Arbeitern sucht. Das Evangelium ist ein Segen für den, der es verkündigt und für diejenigen, die es hören. Das Evangelium hat eine Kraft in sich, wie es Paulus hier sagt. Und wir brauchen uns weder schämen noch fürchten davor. Denn der Sieger in diesem großen Kampf, der bald zu Ende sein wird, ist Christus. Wenn wir uns heute auf die richtige Seite stellen, dann werden wir diese Kraft in unserem Leben erleben, in einer Art und Weise wie noch nie zuvor. Und das wünsche ich uns allen. Gott helfe uns dabei. Amen.